Ich möchte mit der App iMovie ein Video aufnehmen. Wie geht das? Dazu gehe ich auf die App iMovie, erkennbar an dem weißen Stern mit dem lila Kamerasymbol. Da drücke ich einmal drauf. Dann lande ich im Projektfenster von iMovie. Bislang ist noch kein Projekt angelegt worden, also ich muss zunächst einmal ein neues Projekt anlegen für meinen Film. Da gehe ich einmal auf Neues Projekt. Ich möchte ganz gerne einen Film machen. Da gehe ich dann auf Film. Und jetzt muss ich nochmal ganz unten auf Film erstellen gehen. Dann muss ich noch die Kamera aktivieren. Dazu muss ich am linken Bildschirmrand auf das Kamerasymbol drücken und dann kann es auch schon losgehen. So, ich richte jetzt das Bild ein. Wichtig ist, dass ich rechts den roten Aufnahmeknopf habe. Und da drücke ich einmal drauf und gebe der Schauspielerin dann Kommandoton. Wir werden es gleich hören. Kamera läuft und bitte. Hallo. So, jetzt erscheint unten im Fenster links neu und rechts verwenden. Wenn die Aufnahme nichts geworden sein sollte, dann gehe ich auf neu. Das heißt, die Aufnahme wird nicht gesichert. In diesem Fall möchte ich die Aufnahme verwenden, also gehe ich unten auf Verwenden. Und siehe da, die Aufnahme wird unten in der Timeline von iMovie platziert. So, jetzt möchte ich eine nächste Aufnahme machen. Dazu ist es wichtig zu wissen, wo befindet sich die Abspielposition. Das ist diese weiße Linie. Das heißt, die muss am Ende des zuletzt eingefügten Clips erscheinen. Und dann drücke ich erneut links auf das Kamerasymbol. So, gehe jetzt mal näher ran, mache eine Porträtaufnahme und drücke erneut auf den roten Knopf. Man sieht auch oben den Timecode. Warte ich ungefähr bis 5. Sage, Kamera läuft und bitte. Herrlich. Erneutes Drücken auf den roten Knopf. Und auch diese Aufnahme fand ich ganz toll. Also gehe ich wieder auf Verwenden. Und die Aufnahme erscheint rechts unten in der Timeline. Jetzt wollen wir uns mal den Filmschnitt in iMovie anschauen. Ich kann scrollen, indem ich mit dem Finger auf das Video leicht gehe und von links nach rechts oder von rechts nach links hin und her streiche. Die weiße Linie zeigt mir immer genau, an welcher Stelle des Videos ich mich gerade befinde. Ich habe auch die Möglichkeit, die Clips in unterschiedlicher Reihenfolge, wenn es die Dramaturgie so vorsieht, zu positionieren. Das geht folgendermaßen. Ich drücke auf einen Clip, halte den Finger drauf gedrückt und verschiebe den Clip zum Beispiel jetzt hier an das Ende. Das kann ich natürlich auch wieder rückgängig machen. Die Rückgängig-Taste befindet sich rechts unten in der Timeline, dieser gebogene Pfeil. Wenn ich jetzt einen Schnitt machen möchte, dann suche ich mir erstmal eine Stelle aus, wo der Schnitt erfolgen soll. Wenn ich zum Beispiel diese Drehbewegung nicht haben möchte und möchte ganz gerne hier an dieser Stelle im Video einsteigen, dann sollte an dieser Stelle, wo die weiße Linie ist, ein Schnitt erfolgen. Zunächst einmal muss ich den Clip markieren. Dann ist er gelb umrandet. Dann ergibt sich ganz unten ein Kontextmenü. Teilen, Audio trennen, duplizieren. Ich gehe auf die Aktion Teilen und jetzt habe ich einen Schnitt vorgenommen. Jetzt markiere ich diesen ersten Part, der gelb markiert ist, und gehe rechts unten auf Löschen. Das ist die eine Methode zu schneiden.
Es gibt noch eine andere Methode, die zeige ich jetzt. Wir gehen nochmal auf die Undo-Rückgängig-Funktion, rechts der gebogene Pfeil. Ich mache das nochmal, weil ich den Schnitt nochmal haben will. So. Die Idee ist also, ich möchte ganz gerne die Drehbewegung nicht drin haben, sondern möchte ab hier einsteigen in das Video. Ich markiere das Video. Das Video ist wieder gelb markiert. Gehe auf den gelben Bereich leicht mit meinem Finger und trimme bzw. verkürze das Video bis an die Stelle, wo ich einsteigen möchte. Und schon habe ich geschnitten. Das kann ich natürlich auch von hinten machen. Ich kann das natürlich auch hier, wenn ich jetzt also hier diese Drehbewegung nicht haben möchte, kann ich das Video auch so schneiden. Das ist ein bisschen komplizierter, das muss man ein bisschen mit Gefühl machen. Mir fällt es einfacher, mit dieser anderen Schnittmethode zu arbeiten. Je nachdem, wie viele Clips ich unten in der Timeline habe, kann es manchmal sehr unübersichtlich sein, um mir eine Übersicht zu verschaffen, mit wie vielen Clips ich eigentlich gerade arbeite, bietet sich folgende Methode an. Man nimmt Daumen und Zeigefinger, spreizt sie ein wenig und zieht unten in der Timeline Daumen und Zeigefinger zusammen. So staucht man das Ganze. Das heißt, hier wird es ein bisschen übersichtlicher. Und für genaueres Arbeiten beim Schnitt empfiehlt es sich, das eben halt wieder ein bisschen weiter aufzuziehen. Jetzt wollen wir uns mal um den Tonschnitt kümmern. Wie mache ich denn überhaupt den Ton sichtbar? Dazu tippe ich einmal auf das Symbol rechts in der Timeline neben dem gebogenen Pfeil auf das Wellensymbol. Da ist der Ton jetzt sichtbar. Ich mache das nochmal weg. Kein Ton, Ton ist nicht sichtbar, jetzt ist der Ton sichtbar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Lautstärkeverhältnisse ändern möchte, ich möchte das ein bisschen lauter haben, dann muss ich das Video entsprechend wieder markieren. Dann haben wir wieder hier unten unser Kontextmenü und jetzt gehe ich auf Lautstärke. Und da kann ich die Lautstärke höher ziehen. Man sieht auch, dass die Wellen, also der Ton, das ist irgendwie eindeutig sichtbar. Ja, wenn ich das jetzt ganz auf 0 setze, dann ist jetzt gar nichts mehr zu hören. Hier kann ich also die Lautstärkeverhältnisse verändern. Wenn ich den Ton schneiden möchte, also wenn ich einen Bereich des Tones entfernen möchte, dann muss ich den Ton zunächst einmal sichtbar machen. Damit das funktioniert, muss ich zuerst wieder auf Aktionen gehen und dann auf den Bereich Audio trennen. Jetzt habe ich die Audiospur getrennt und jetzt kann ich die Audiospur auch schneiden. Das Schnittverfahren geht genauso wie beim Videoschnitt. Entweder, ich muss natürlich die Audiospur markieren, entweder gehe ich auf Teilen, ich mache das nochmal zurück, rückgängig, oder aber auch, ich kann hier auch wieder am Anfang in den gelben Bereich reingehen und den leicht verschieben. Bis dahin. Ich kann auch Text oder einen Kommentar drauf sprechen, das sogenannte Voice-Over. Und da schauen wir uns hier unten nochmal das Video an. Wir haben hier das Video, diesen Clip, ich markiere den gerade mal, den gelben Clip. Da habe ich vorher die Audiospur extrahiert, also die Audiospur getrennt und geschnitten. Man sieht also hier unten nur noch einen kleinen Fitzel des originalen Tons. Ich spiele mal ab. Herrlich. Und jetzt möchte ich ganz gerne hier am Anfang, da habe ich den Ton ja geschnitten, das erkennt man auch an dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol im Video, da möchte ich jetzt ganz gerne einen Text drauf sprechen. Das funktioniert, indem ich links auf das Mikrofonsymbol gehe, dann geht das Aufnahmefenster auf und jetzt kann ich auf Aufnahme gehen. Ich sollte immer dabei darauf achten, dass ich in dem grünen Bereich bleibe, damit der Ton nicht übersteuert. Wenn ich auf Aufnahme gehe, geht ein Counter von 3 auf 0 runter und ich kann meinen Text einsprechen.
Wir sind hier bei der Floristin Britta D. und die hat uns passend zum Frühling einen wunderschönen Blumenstrauß gebunden. Jetzt kann ich die Aufnahme überprüfen, indem ich auf Prüfen gehe. Ich mach das mal kurz. Wir sind hier bei der Floristin Britta D. und wenn ich sie benutzen möchte, gehe ich auf Benutzen. Wenn ich die Aufnahme nochmal erneut einsprechen möchte, gehe ich auf Wiederholen. Ansonsten, wenn ich überhaupt gar nicht mehr aufnehmen möchte, gehe ich auf Abbrechen. Außerdem kann ich natürlich Musik einfügen. Wie geht das? Dazu gehe ich oben rechts auf das Pluszeichen. Dann erscheint hier ein weiteres Fenster. Ganz unten in dem Fenster steht links Medien, rechts Audio. In diesem Fall gehe ich natürlich auf Audio. Und dann muss ich ganz oben auf Soundtracks gehen. Hier habe ich die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Musikrichtungen, Musikstile anzuwählen. Wenn ich mir die anhören möchte, müsste ich die mir zuerst aus der Cloud runterladen. Deswegen ist da oben so neben Soundtracks eine kleine Wolke. Da muss ich dann drauf gehen. Da kann ich dann die Sounds runterladen. Sounds, die bereits schon auf dem Tablet drauf sind, sind erkennbar dadurch, dass die Schrift hier deutlich weiß ist. Also hier zum Beispiel oben bei Äther, da gehe ich mal auf das Icon und dann kann ich mir das auch anhören. Ich wollte das drücken auf das Icon und ich unterbreche die Musik. Ich höre mir mal Betty an. Und dann kann ich mir das also hier, indem ich mit dem Finger von unten nach oben wische und umgekehrt, den Finger einfach hier drauf halte und da wische, da kann ich mir also diese verschiedenen Sounds anhören. Diese Sounds, die noch nicht so hell zu sehen sind von der Schrift her, die müsste ich noch von der Cloud runterladen. Ich kann ja hier mal auf Suite gehen und dann sieht man hier also, jetzt auch, das ging relativ schnell, ist mir das aufs Tablet geladen worden und jetzt kann ich mir das anhören. Und so weiter und so weiter. Hier wurde auch versucht, praktisch Kategorien aufzumachen, also Thema verspielt, wäre hier Curly Wurly. Ja, und dann hat man hier, was gibt es denn noch, hier Entspannen. Downbeat, okay, das müsste ich mir mal runterladen, mach ich mal eben. Ja, und so weiter und so weiter. Hier unten, da gibt es schon Musikstücke, die bereits in iMovie integriert sind. Unter dem Bereich Themen. Können wir mal hier auf News gehen. Ob wir News. Wir machen jetzt in diesem Fall ja keine Nachrichtensendung. Aber hier guck mal, die Blumen, das passt doch. Gehen wir mal auf Playful. Boah, das hört sich ganz schön an. Boah, das finde ich ganz gut. Und wenn ich das jetzt haben möchte, dann drücke ich hier einmal auf das Plus. Und siehe da, das Musikstück erscheint hier unten in der Timeline. Hier dieser grüne Clip, das ist die Musik Playful, die ich gerade eingefügt habe. Hallo! Wir sind hier bei der Floristin Britta D. und die hat uns passend zum Frühling einen wunderschönen Blumenstrauß gebunden. Ja, das hört sich doch schön an. Ich kann diesen Soundtrack, den ich gerade hier unten eingefügt habe, auch genauso bearbeiten wie einen Videoclip. Dazu muss ich ihn natürlich vorher markieren. Ich kann ihn also schneiden, kürzer machen, trimmen, verschieben. Ich kann hier in diesem Fall die Lautstärkeverhältnisse verändern. Und was auch noch ganz schön ist, ich kann die Audiospur ein- und ausblenden, indem ich hier rechts auf Ein- und Ausblenden gehe. Dann erscheinen am Anfang des Clips und am Ende zwei gelbe Dreiecke, die ich dann vorsichtig verschieben kann. Hier blende ich also ein und am Ende blende ich auch nochmal aus.
Und das heißt, die Musik startet vom Leisen zum Lauten und wird vom Lauten zum Leisen gestellt. Hallo! Wir sind hier bei der Floristin. Oh, am Ende auch nochmal eben. Herrlich. Genau. Was ganz schön ist, das ist automatisiert, die Voice-Over-Aufnahme, das heißt diese blaue Aufnahme, die Sprache, die Stimme, die ich drauf gesprochen habe, die ist immer automatisch lauter als die Musik, sodass die Musik praktisch automatisch an der Stelle, wo Voice-Over platziert wurde, leise gesetzt wird. Wir hören das mal eben an. Wir sind hier bei der Floristin Britta D. und die hat uns passend zum Frühling einen wunderschönen Blumenstrauß. Das ist ja vorteilhaft, das erspart mir, dass ich unten die Audiospur nochmal schneiden muss und die Lautstärkeverhältnisse ändern muss. Das macht das Programm automatisch. So, und zum Schluss möchten wir noch einen Titel einfügen. Dazu gehen wir an den Anfang des Videos, markieren den ersten Clip. Da erscheint wieder das bekannte Kontextmenü und dann gehen wir auf Titel. Jetzt gibt es dort auch ein paar Presets in Form von Kacheln, die dort aufklappen. Die einzelnen Titel haben auch unterschiedliche Effekte. Ich nehme jetzt mal einen Titel ohne Effekt. Ich gehe hier mal auf Standard. Und dann erscheint auf dem Video erscheinen hier drei Zeilen. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, in drei Zeilen Texte einzuschreiben. Ich entscheide mich jetzt aber dafür, nur die mittlere Zeile zu beschreiben. Das heißt, ich tippe einfach in das Video rein und lösche erstmal die obere Zeile. Und das mache ich jetzt auch mit dem unteren. So. Und jetzt klicke ich einfach hier in die Mitte rein. Lösche den Text dort und schreibe meinen Text ein, meinen Titel. Schauen wir uns nochmal die Kacheloptik der Titelgeneratoren an. Links steht ohne, hier kann ich gar keinen Titel einfügen. Rechts daneben, da gibt es eine Art Bauchbindevorlage, hier in diesem Fall wie ein Nachrichtenstil. Wenn ich diesen Stil verändern möchte, dann gehe ich ganz oben auf das Symbol rechts neben dem Fragezeichen. Sieht so aus wie so ein Zahnrad. Da klicken wir mal drauf. Und dann haben wir hier unter Thema die Möglichkeit, so verschiedene Stile anzuwählen. Ja, da scrollt man hin und her und können wir uns ja mal hier angucken. Zum Beispiel modern, sähe so aus. Ja, und verspielt. Sieht dann eben halt so aus und so weiter und so fort.